Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Kinderfantasie und Biogartenreich. Ich möchte heute unseren Komposthaufen durchsieben, um Komposterde zu gewinnen. Der Winter ist jetzt vorbei, wir haben es jetzt Anfang März und ich möchte aussehen und möchte auch das Beet vorbereiten für das kommende Gemüse dieses Jahr. Und dafür brauche ich etwas Komposterde, um mein Beet aufzuwerten. Denn die Komposterde ist sehr nährstoffreich. Und ja, seht selber, wie das funktioniert. Zuerst einmal, was benötigt ihr alles, um euren Kompost durchzusieben? Ihr braucht ein Sieb, wo ihr die Erde durchwerfen könnt, eine Schaufel und eine Mistgabel. Ich schichte jetzt hier den Komposthaufen um an die wertvolle und nährstoffreiche Komposterde heranzukommen. Und diese Komposterde befindet sich ja in den unteren Schichten des Komposthaufens. Deswegen muss ich erstmal die frischen Schichten, die sich oberhalb befinden, umschichten. Ganz hinten im Bild seht ihr aufgeschichtete Äste und Laub. Und auf dieses Grobmaterial kommt jetzt das feinere Material, nämlich die frischen Küchenabfälle und auch Gartenabfälle. Hier seht ihr ganz toll Regenwürmer, die unser Essen zersetzen im Prinzip. Und diese absolut tolle Komposterde herstellen, die so nährstoffreich und gut ist für unseren Garten, für unser Beet. Ich mache hier mal weiter, das sieht alles ziemlich unappetitlich aus, ich weiß, aber das ist der Zersetzungsprozess. Hier arbeiten Hunderttausende von Mikroorganismen und Regenwürmer und sonst irgendwelches Getier im Komposthaufen. Und ich mache jetzt mal fleißig weiter hier mit meiner Mistgabel und schichte hier unsere Küchenabfälle auf. Das geht am besten mit der Mistgabel. Mit der Schippe bin ich da überhaupt nicht vorwärts gekommen. Und mit der Schippe kann ich aber dann ganz toll, hier seht ihr das, an die sich weiter unten befindenden Schichten, das heißt an die gute Komposterde rankommen. Und die wird dann schön durchgesiebt durch unser Sieb und heraus kommt herrliche Komposterde, die dann später ins Beet eingegrubbert oder eingereicht werden kann in die oberen Bodenschichten, damit die Pflanzen und die Wurzeln davon profitieren können. So ihr Lieben, ich sehe jetzt aus wie eine rote Tomate. Ich habe jetzt 2 Stunden lang hier geackert und bin jetzt fertig und habe ungefähr, sagen wir mal, 200 Liter Komposterde hier rausgeschüppt und durch Sieb geleiert sozusagen. Ich zeige euch das gleich mal. Falls ihr euch erinnern könnt, zur linken Seite hier war der Komposthaufen. Alles Grobmaterial habe ich hier rüber transportiert mit der Mistgabel und mit der Schaufel und ja, alles was Erde ist, habe ich hier durchs Sieb geschmissen und habe dann hier schöne feinkrümelige Komposterde rausbekommen. Die ist richtig schön feinkrümelig, die Komposterde. Und ihr seht, wenn der Kompost fertig ist, das merkt ihr daran, dass einfach keine großen Tiere mehr drin sind, wie diese Regenwürmer und Asseln und so weiter. Dann habt ihr hier richtig schöne Komposterde. Und die könnt ihr dann ganz prima ins Beet eingruppern und habt dann einen super biologischen Dünger für euren Garten. Es sei denn natürlich, ihr habt nur Bioabfälle auf euren Kompost geschmissen, denn wenn ihr zum Beispiel Orangen, die gespritzt wurden, Orangenschalen auf den Kompost schmeißt, habt ihr natürlich das Problem, dass ihr diese Pestizide immer noch im Boden habt. Das heißt, am besten nur Bioabfälle auf dem Kompost und keine tierischen Ursprungs, sondern nur pflanzliche Abfälle und Papier und Taschentücher, so
Zellstoff. Könnt ihr auch auf den Kompost schmeißen. Gut, super. Haben wir das geschafft? Oh oh. Oh oh. Unsere Ella hat gerade eine Maus erlegt. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Die habe ich wahrscheinlich aufgeschreckt, jetzt die Maus, als ich hier umgegraben habe. Das tut mir jetzt wieder mal ein bisschen leid für das Mäuschen. Aber tja, leider ist die Natur so, ne? Ist halt. Ein Werden und Vergehen. So, ihr Lieben, ganz zum Schluss werde ich jetzt den Komposthaufen noch ein bisschen mit altem Laub bedecken, damit sich die Hitze hier im Komposthaufen einfach besser staut und damit der Kompostierprozess schneller vorangeht. So, jetzt bin ich fertig. Zum Vergleich nochmal vorher und nachher. Und zum Schluss kommt die Komposterde jetzt noch ins Beet hinein. Die wird jetzt ausgebracht und mit dem Grupper oder mit dem Rechen eingegruppert oder eingerecht. Wenn ihr es besonders feinkrümelig haben wollt, dann nehmt ihr den Holzrechen und wenn die Erde noch nicht ganz locker ist, dann gruppert ihr es besser ein. Und fertig zur Aussaat ist das frisch gelockerte und gedüngte Beet. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal für noch mehr Biogarten-Videos und ich freue mich auf euch. Bis später. Tschüss.